Der erste Gameplay-Trailer zum neuen Robocop-Spiel ist veröffentlicht worden und ich habe ihn mir ganz genau angesehen und kann euch jetzt schon sagen, Rogue City könnte die Fortsetzung werden, auf die Fans jahrzehntelang gewartet haben. Lasst mal drüber reden. Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Andy, willkommen bei Screenfire. Bevor wir uns ins dystopische Detroit der Zukunft begeben, beziehungsweise der 80er Jahre, vergesst nicht, ein Like dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat und auf Abonnieren zu klicken, wenn ihr zukünftig noch weitere Videos von uns sehen wollt. Bei Reviews und Retro-Reviews zu Videospielen drehen wir auch immer lustige Live-Action-Intros, wobei, da fällt mir auch ein, das könnte bzw. wird mit Robocop echt aufwendig werden, aber hey, wir können Robocop drehen. Yeah! Wenn ihr mir außerdem auf Instagram folgen möchtet, dann sucht nach The Jedi Bird 85, da findet ihr mich dann. Noch ein, zwei Sätze zu unserem Partner Holy Energy. Seid ihr auf der Suche nach einem Energy Drink ohne Zucker und Taurin, dann seid ihr bei Holy Energy genau richtig. In der Beschreibung findet ihr einen Link, mit dem ihr uns nicht nur unterstützt, mit dem Code SCREENFIRE bekommt ihr auch noch einen Rabatt auf eure Bestellung. Mein Lieblingsgeschmack ist übrigens Blueberry Bear. Jetzt lasst aber mal über Robocop reden. Dead or alive, you're coming with me. Diesen ikonischen Satz haben wir schon lange nicht mehr gehört. Und das ist ja auch kein Wunder, denn es gab ja nach 1987 nur eine einzige Fortsetzung nach dem Original von Empire Strikes Back Regielegende Irving Kirschner und sonst gar nichts. Schön wär's. Naja, leider gab es einen grauenhaften dritten Teil, eine lahme Serie und ein furchtbares Remake. Auch der Schauspieler Peter Weller, der Robocop im ersten und zweiten Film spielte, kehrt nicht mehr zurück. Bis jetzt. Weller wird in Rogue City erstmals seit 1990 wieder als Robocop zu sehen sein. Dead or alive, you are coming with me. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das schon Grund genug, dem Spiel eine Chance zu geben. Es gibt einfach keinen anderen Robocop aka Murphy für mich. Aber die Chancen stehen gut, dass es sich hier nicht um lieblosen Lizenzmüll handelt, sondern dass Robocop Rogue City wirklich ein gutes Game werden könnte. Wie komme ich darauf? Naja, einmal, weil die Firma hinter dem Spiel niemand anderes ist als die polnischen Entwickler von Teyon. Die haben auch das Terminator Resistance Spiel entwickelt, welches zwar von der Fachpresse eher durchschnittlich bewertet, von Fans aber in den Himmel gelobt wurde. Nun muss ich zugeben, ich habe Resistance nie gespielt. Ich weiß, das ist Schande, Schande über mein Haupt, gar nicht gut, aber ihr kennt das sicher, ihr nehmt euch vor, ein Spiel zu spielen, schreibt es auf eure To-Do-Liste und kommt einfach nicht dazu, es zu spielen. Vielleicht wäre es ja mal ein gutes Game zum Streamen. Lasst mich einfach mal in den Kommentaren wissen, wie ihr das finden würdet. Der zweite Punkt, wieso ich denke, dass Rogue City Potenzial zu einem soliden bis sehr guten Spiel hat, ist der Gameplay-Trailer, der veröffentlicht wurde. Natürlich kann sich daran noch viel ändern und wie das Spiel sich am Ende anfühlt und die gezeigten Dinge umgesetzt werden, steht auch nochmal auf einem anderen Blatt. Aber zumindest verrät uns das Gameplay einiges bzw. teased es an. Der Paul Verhoeven Robocop hatte zwei Dinge, die ihn herausstechen ließen. Clever verpackte Sozial- und Gesellschaftskritik und absolut überzogene Gewalt. Letztere war im Prinzip nur eine Erweiterung der Kapitalismuskritik im Film. Wenn also Dick Jones und der CEO von OCP sich nach dem brutalen Tod eines Mitarbeiters durch den Roboter Ed 209 darüber unterhalten, wie furchtbar das ist, dann geht es ihnen nicht um den Tod, sondern um den verschobenen Zeitplan und damit mögliche Gewinnverluste. Wie dem auch sei, Gore muss drin sein und Gore wird drin sein. Das verspricht zumindest der Gameplay-Trailer. Wir sehen Köpfe platzen, halbe Köpfe platzen, an denen der Kiefer noch dranhängt und diverse Schusswunden. Natürlich ist der Gewaltgehalt in einem Videospiel, besonders in einem Ego-Shooter, viel selbstzweckhafter als in einem Film, wo die Gewalt in einen bestimmten Kontext gesetzt wird, wie eben mit der vorher angesprochenen Fehlfunktion von Ed 209. Aber ganz ehrlich, solange die Kritik nicht auf der Strecke bleibt und in Cutscenes zur Geltung kommt, kann es auch belanglos und spaßig zu blutigen Schusswechseln im Spiel kommen. Ein paar Gameplay-Elemente lassen sich auch schon aus dem Trailer herauslesen. So hat Robocop das aus dem Film bekannte automatische Such- und Zielsystem und er kann Leute sowohl packen und werfen als auch schlagen. Ich hoffe, letzteres wird auch im Verlauf des Spiels mit seinem Multi-Purpose Data Connector möglich sein. Das sind jedoch
teilweise relativ starke und teils overpowerte Möglichkeiten, die Robocop da an die Hand gegeben werden. Daher gehe ich davon aus, dass das Dinge sind, die wie eine Art Finisher funktionieren oder erst nach einem Cooldown wieder benutzbar sind. Und auch ein paar altbekannte Roboter und Waffen sind natürlich im Spiel vorhanden. Murphy nutzt natürlich seine vollautomatische Auto 9 Pistole mit 50 Schuss Magazin, welche der Beretta 93R nachempfunden ist. Und unser liebster Roboter mit Fehlfunktion Etto-09 ist natürlich auch mit am Start. Da er Eigentum von OCP ist, können wir stark davon ausgehen, dass die natürlich wieder die Hauptbösewichte des Films sind, beziehungsweise in diesem Fall des Spiels. Zur Story ist noch nicht viel bekannt, es gibt allerdings auch hier einige Parallelen zum ersten Film. Ein TV-Moderator spricht zu Beginn über eine Verbrechenswelle, welche durch Detroit fegt und bereits das Leben von 29 Polizisten gefordert hat. Das deckt sich schon stark mit der Ausgangssituation von Robocop 1. Als Gegner sind viele Punks und Kriminelle zu sehen, die wir aus der Fabrikszene des ersten Films kennen. Aber wie gesagt, ich bin wirklich davon überzeugt, der wahre Bösewicht wird ein Manager von OCP sein. Ich habe auch schon einen Verdächtigen. Der um sein Gold besorgte Herr hier hat schon ganz gierige OCP-Vibes. Meint ihr nicht auch? What the hell is this? Where is all the money? Es gibt außerdem einige Zitate im Trailer, die zwar cool, aber in der Masse dann doch ein bisschen besorgniserregend sind. Bevor die Punks einen Typen aus dem Fenster werfen, fragen sie ihn, can you fly? Das ist natürlich eine direkte Anspielung an Clarence Boddicker in Robocop 1. Can you fly, Bobby? Clarence, no! Oder der Satz des OCP-Bankangestellten im TV-Interview. We all saw it hesitate in a life and death situation. Why? Listen, I would trust this guy with my kids. I mean, if I had any. This was just an isolated glitch. Das ist einfach eine direkte Kopie der Glitch-Szene, die ich vorher angesprochen habe. Zitate sind super, aber mir wäre es lieber, wenn sie es damit nicht übertreiben und lieber neue, coole Sätze bringen, die sich uns einprägen. Außer natürlich die I'll buy that for a dollar Szene. Die muss einfach drin sein. I'd buy that for a dollar. Auch diverse Locations werden im Trailer gezeigt. Da haben wir einmal den Fernsehsender Channel 9, eine Fabrik, die Ähnlichkeiten zur Fabrik im ersten Film hat, ein Ghetto, eine industrielle Metzgerei und die OCP-Bank. Grafisch sieht hier alles echt solide aus und gibt mir ein kleines Cyberpunk-Gefühl. Wobei sie es damit auch nicht übertreiben sollten, ich erwarte hier einfach ein totales 80er-Jahre-Feeling. Inklusive analoger Geräte wie Röhrenfernseher und Co. Die Lichteffekte scheinen wirklich solide zu sein und wie ein kleiner Hinweis am Ende des Trailers zeigt, erscheint Robocop Rogue City daher auch nicht mehr für die letzte, sondern nur noch für die aktuelle Konsolengeneration. Also keine PS4 und keine Xbox One. Die Umgebung scheint auch zerstörbar zu sein, zumindest in Teilen. Wir sehen zum Beispiel, wie Robocop die Umgebung zerschießt und versucht, einen Haufen Steine auf Etto-09 fallen zu lassen. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, wie viel physikalischer Schaden hier zu sehen sein wird, aber wenn sie das mit der Grafik innerhalb der Engine auch nur ein bisschen ernst nehmen, dann verstehe ich, wieso es nur auf PS5, Xbox Series S, X und dem PC veröffentlicht werden kann. Ist halt super ärgerlich für alle, die noch keine neue Konsole oder einen starken Rechner haben. Wobei auch die Switch mit aufgelistet ist, da denke ich mir wieder, okay, so viel Rechenpower kann es dann doch nicht verlangen. Keine Ahnung. Ein bisschen Zeit habt ihr aber noch. Robocop Rogue City erscheint im Juni 2023. Bestellt euch sofern möglich am besten jetzt schon eine PS5 oder Xbox Series X vor. Dann werdet ihr bis dahin sicherlich eine haben. Und im März erscheint ja auch noch das Resident Evil 4 Remake, worauf hier unter den Zuschauern sicherlich sehr, sehr viele Leute heiß sind. Jetzt will ich aber von euch wissen, was ihr von Robocop Rogue City haltet. Denkt ihr, hier kommt der lang erwartete Lizenz-Messias oder wird es doch nur ein weiterer Glitch? Sagt es mir in den Kommentaren und wir sehen uns im nächsten Video.